Leute, ihr habt euch bestimmt gewundert, wahrscheinlich eher positiv gewundert, dass Stormpoint aus der Publix Map Rotation rausgeflogen ist. Ich möchte euch sagen, warum das so ist. Offizielle Stimmen von Respawn, wann wir damit rechnen können, dass Stormpoint zurückkommt. Die Map Rotation für Season 18, die voraussichtliche Map Rotation natürlich. Und ich möchte vorher, bevor ich damit anfange, nochmal die nächsten Gewinnspiele teasern. Zum Start von Season 18 bekomme ich wieder von EA gesponsert 3x Coins. Diesmal wird sich die Höhe der Coins aber ändern. Der erste Gewinner bekommt 1000, der zweite 6700 Coins und der dritte kriegt fette 11500 Coins. Das wird auf jeden Fall ein richtig geiler Start in die neue Season. Was ihr dafür tun müsst, ganz wichtig, auf anderen Plattformen. Diese Coin-Verlosungen finden immer auf YouTube statt. Also auf YouTube definitiv abonnieren. Wer abonniert, hat die Chance auf jeden Fall zu gewinnen. Einzelheiten, wie es genau abläuft, wie immer, wenn das erste Video zu Season 18 zum Release, also nicht vor Release, zum Release. Das erste Video wird die erste Verlosung beinhalten und in jedem Folgevideo gibt es den ersten Gewinner oder die neue Verlosung und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Also schön abonnieren, würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen, über den völlig kostenlosen Support von euch. Wir fangen jetzt an hiermit. Die Map Rotation hat sich geändert, Stormpoint ist draußen. Wir können davon ausgehen, dass frühestens erst in Season 19 Stormpoint zurückkommt. Das wird die meisten freuen, inklusive mir, obwohl ich mich natürlich auf das Map-Update freue. Und ich habe es irgendwie vor ein paar Wochen schon prophezeit, ein fetter Hurricane, ein Riesensturm, der die komplette Map verwüstet. Und es macht einfach keinen Sinn, dass in Season 18 Stormpoint dann auf einmal von einem auf den anderen Tag, Sturm, Tag später, alles neu, macht keinen Sinn. Und so wird geschrieben, ein Entwickler sagt, es könnte eine Weile dauern, bis jemand Stormpoint wieder betreten kann. Das Aufräumen wird eine verdammt große Sauerei sein, ganz zu schweigen von den möglichen Auswirkungen auf die umliegenden Gebiete, was natürlich das Rework rund um Stormpoint teasert. Das sollte klar sein. Also sollten wir davon ausgehen, dass diese Map erst in Season 19 zurückkommt und ihr könnt mich gerne berichtigen, aber könnte es sein, dass wir dann in Season 18 erstmalig keine Map bekommen, die irgendeine Veränderung erfährt? Ich glaube, es war noch nie so zu einem Seasonwechsel, dass wir nicht irgendeine Map zurückbekommen haben, die nicht ein Map-Update bekommen hat. Wer das vielleicht besser als ich weiß, kann mir gerne auf die Sprünge helfen. Ansonsten würde ich sagen, ist das tatsächlich in Season 18 erstmalig so. Und die voraussichtliche Map-Rotation soll sein Kings Canyon, Olympus und Broken Moon. Stormpoint raus für mindestens eine Season, ist klar, was ich jetzt nicht weiter dramatisch finde. Aber World's Edge, muss ich sagen, hat jetzt in Season 17 ein fettes Map-Update bekommen und 3 Monate später fliegt es schon wieder voraussichtlich aus der Rotation. Das ist keine bestätigte, aber ich habe es irgendwo gelesen. Das sind die geleakten Map-Rotations. Ich würde es schade finden, wenn World's Edge schon wieder rausfliegt für 3 Monate. Aber ich gehe mal davon aus, dass in Season 18 wieder mit Season-Update sein wird, wo dann diese Map auch wieder zurückkommt. So ungefähr müssen wir auf jeden Fall mit rechnen. Es wird ja wie immer keinen Split mehr geben. Was heißt wie immer, seit Season 17 wird es keinen Split mehr geben. Also gehe ich davon aus, dass mit einem Mit-Season-Update diese Map auf jeden Fall zurückkommt. Ladies and Gentlemen, das war's für heute. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao.